Herzlichen Dank für die äußerst freundliche Begrüßung. Ich habe jetzt einen Nachteil zu Antonín Dvořák. Ich kann keine Symphonien in den Talon werfen. Ich kann aber alles in meiner Macht Stehende tun, für die Bahn zu arbeiten. Und das mache ich mit großer Freude jeden Tag in dieser großartigen Aufgabe, die ich übernommen habe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen bei der Veranstaltung Innovationskraft Eisenbahn. Ich darf Sie begrüßen zu einem Tag des Austausches, zu einem Tag der Anerkennung auch für erbrachte Leistungen und auch zu einem Tag, in dem wir uns einstellen auf die großen Herausforderungen, den großen Auftrag, den insbesondere die Forschungscommunity im Bahnbereich in den nächsten Jahren hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Zeiten, in denen man, wenn man an Bahn gedacht hat oder an das System Bahn gedacht hat, an ein behäbiges, vielleicht ein bisschen wenig innovationsfreudiges System gedacht hat, die sind längst vorbei. Ist gut so. Und das zeigt sich unter anderem auch in dem dichten Programm der heutigen Veranstaltung mit einer Fülle an spannenden Projekten, die wir heute gemeinsam entdecken dürfen, mit spannenden Diskussionen. Und es ist, glaube ich, uns allen hier und Ihnen allen im Livestream klar, die Bahn kann ihre gewaltigen Kapazitäten dann voll ausschöpfen und noch mehr Güter und Personen zuverlässig bewegen durch FDI-Tätigkeiten. Und der Forscherinnen- und Forschergeist und die Expertise, die in den Projektkonsortien zusammenkommen, die tragen wesentlich dazu bei, dass wir die Vision der österreichischen FDI-Strategie Mobilität mit Leben erfüllen, nämlich Innovationen in und aus Österreich für ein klimaneutrales Mobilitätssystem in Europa. Die heutige Veranstaltung wird zum größten Teil von der österreichischen FDI-Community gestaltet, aber der Erfolg der Bahn, der liegt in Europa, der braucht Europa, sowohl der wirtschaftliche Erfolg der Projektkonsortien als auch die erfolgreiche Verkehrsverlagerung auf das Bahnsystem, um den ganzen Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Darum geht es ja. Und darum findet diese Veranstaltung heute, findet Innovationskraft Eisenbahn im Europäischen Jahr der Schiene statt, das die EU-Kommission für 2021 ausgerufen hat. Und darum werden sich auch zwei Programmpunkte des heutigen Tages mit der europäischen Bahnforschungsförderung beschäftigen. Das European Year of Rail soll die Eisenbahn als einen nachhaltigen, als einen innovativen, als einen verbundenen, aber auch verbindenden, sicheren und leistbaren Verkehrsträger stärken und damit zur Umsetzung des europäischen Green Deal und der Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität beitragen. In der Vorbereitung für diese heutige Veranstaltung habe ich was gelernt. Die erste Eisenbahnstrecke in Österreich. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das wissen im Raum. Linz-Budweis vor 189 Jahren. Das war die erste Eisenbahnverbindung auf dem Boden des heutigen Österreich, damals noch als Pferdeeisenbahn. Und seit damals hat sich viel getan. Heute schafft die Bahn, schafft das System Bahn in Österreich 28% der Transportleistung im Güterverkehr, 13% der Personenverkehrsleistung. Sie ist eine wesentliche Schlagader des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens und wie es sich für eine Schlagader gehört, also das System Bahn als Schlagader, ist eine Schlagader auch am Puls der Zeit. Und deswegen haben wir uns im Mobilitätsmasterplan, also unserem strategischen Rahmen für den Mobilitätsbereich, vorgenommen, dass die Bahn wirklich zu einem der zentralen Verkehrsträger wird, dass der Modal Split im Güterverkehr in Österreich bis 2040 auf 40% steigt und dass der Bahnverkehr natürlich auch selbst bis 2035 weitestgehend und 2040 jedenfalls zu 100% dekarbonisiert ist. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir innovative Bahnindustrie und da ist immer zum Glück in unserem Land wirklich hervorragend aufgestellt. Von 2012 bis 2016 waren österreichische Erfinderinnen und Erfinder für rund 8,8% aller weltweit angemeldeten Eisenbahnpatente verantwortlich. Die Forschungs- und Entwicklungsquote liegt bei 6,4%. Die Bahnindustrie beschäftigt ca. 10.000 Personen. Jeder Job dort sichert einen weiteren Arbeitsplatz, einen weiteren heimischen Arbeitsplatz ab. 2018 erwirtschaftete die Bahnindustrie 3,1 Milliarden Euro. Und eine weitere Zahl, die ich immer wieder beeindruckend finde, bei Exporten im Bereich Schienenfahrzeuge und zugehörigen Ausrüstungen, liegt Österreich weltweit auf Platz 7 und wenn man es pro Kopf rechnet, auf Platz 1.
Die Arbeit, das kann und muss ich Ihnen jetzt leider allen so deutlich sagen, die Arbeit wird der FDI-Community im Bereich Bahn also sicher nicht ausgehen in den nächsten Jahren, ganz im Gegenteil. Der Mobilitätsmasterplan und die Umsetzung des Mobilitätsmasterplans, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, eine erfolgreiche Veränderung des Model Split im Hinblick auf die Schiene zugunsten der Schiene ist da die zentrale Aufgabe. Die wird aber ganz intensiv von rasch anwendbaren technologischen und organisatorischen Innovationen mitbestimmt. Und das BMK setzt hier mit seinem FDI-Programm Mobilität der Zukunft wichtige Impulse. Seit 2018 wird mit Automatisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung im System Bahn das System auch als eigenes Querschnittsthema adressiert. Wir haben in den letzten 4 Jahren 18 Millionen Euro an Forschungsförderungen zur Verfügung gestellt. In der aktuellen Herbstausschreibung liegen eine verfügbare Fördersumme von 5 Millionen Euro. Und diese Ausschreibung wird heute auch präsentiert. Ab 2022 werden sich die Förderungen im Bahnbereich dann noch stärker an der neuen FDI-Strategie Mobilität orientieren, noch besser zu systemischen Lösungen beitragen. Das ist notwendig und wichtig für diese große Veränderung, die wir Richtung Klimaneutralität vor uns haben. Ich möchte in dem Zusammenhang, gerade wenn es um die Forschungsförderung geht, aber auch noch ein Danke sagen, weil bei der Förderung und also bei der Entwicklung und bei der Abwicklung im Bahnbereich gibt es wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit mit der FFG, mit der Forschungsförderungsgesellschaft und mit dem Klima- und Energiefonds. Und darum freue ich mich auch, dass Klaus Pseiner und Therese Vogel mit mir heute diese Veranstaltung mit eröffnen. Beiden sind Innovationen im und für eine starke Bahn, glaube ich, ein ebenso großes Anliegen wie mir. Die Erfolge oder die Schwerpunkte und die österreichische Innovationsführerschaft, ich glaube, so kann man es wirklich sagen, bei der Bahnforschung zeigt sich nicht nur in der tollen Resonanz auf unsere eigenen Ausschreibungen, sondern auch an den Erfolgen auf europäischer Ebene. Im Shift to Rail Undertaking, dem europäischen Forschungs- und Innovationsförderungsprogramm, da lagen wir aus Österreich über die gesamte Laufzeit bei den lukrierten EU-Förderungen EU-weit an 7. Stelle, haben bei den jährlichen Ausschreibungen große Erfolge erzielt. 2018 sind 14,4% aller Förderungen aus diesem Programm nach Österreich gegangen. Und auch für das Nachfolgeprogramm, nämlich Shift to Rail Joint Undertaking, stehen die Zeichen sehr gut. Wir haben mit ÖBB Holding und den Voestalpine Railway Systems 2 österreichische Gründungsmitglieder. Und wir hoffen, dass noch viele Projektpartnerinnen und Projektpartner in den Ausschreibungen über die nächsten Jahre hinzukommen. Deswegen auch mein Appell, nützen Sie diese Chance. Auch zu den Vorteilen einer Beteiligung auf europäischer Ebene werden Sie heute noch hören. Ein Thema ist mir noch wichtig, auch das abgebildet in der Veranstalterinnenschaft der heutigen Veranstaltung. Um die Innovationsführerschaft auszubauen und die Zukunft des europäischen Bahnsystems im Sinne des Green Deal mitgestalten zu können, braucht die österreichische Bahnindustrie die richtigen Köpfe mit den richtigen Fähigkeiten. Und das gilt in der Mobilitätsbranche ganz im Allgemeinen genauso. Wir haben eine F&E-Dienstleistung, also das BMK hat eine F&E-Dienstleistung gefördert, die zum Ergebnis gekommen ist, dass Berufe, die ganz, ganz viele Leute betreffen, wie Triebwagenfahrer und innen, Mobilitätsdienstleister und innen, durch die Digitalisierung werden nicht verschwinden, aber sie werden sich verändern. Die notwendigen Qualifikationen werden sich verändern. Und deswegen ist das Thema Nachwuchsförderung für uns ein wichtiges. Und deswegen ist auch das insbesondere das Thema Nachwuchsförderung bei den Frauen für uns ein ganz besonders wichtiges. Der Frauenanteil im Bahnbereich, den gilt es zu erhöhen, den gilt es auch in der FDI-Community zu erhöhen. Nach wie vor sind EU-weit nur ca. 21% der Beschäftigten in der Bahnindustrie Frauen. Der Anteil an Projektleiterinnen bei den Projekten, die das BMK bei der letzten Ausschreibung zum System Bahn fördern konnte, lag bei Projektstart bei 2 von 17. Sie sehen, werden Sie auch sehen, beim heutigen Programmpunkt Projektvorstellungen wird man das unschwer erkennen können. Und allein aus dieser Zahl zeigt sich, wir haben einen Handlungsbedarf.
Und aus diesem Grund freue ich mich über die Kooperation mit der Agenda Bahnindustrie Frauen, die sich zum Ziel gesetzt hat, ja, Frauen in der Bahnindustrie zu fördern, den Beitrag sichtbar zu machen, auch heute hierzu einen ersten Award verleihen wird. Und auch im BMK selbst ist bei den Tätigkeiten zum Europäischen Jahr der Schiene und darüber hinaus die Frauenförderung ein großes Anliegen. Wir werden es auch heute noch sehen bei den Vorstellungen der Projekten, gezielt Mitarbeiterinnen vor den Vorhang geholt. Bei der Punktevergabe zu den eingereichten Projekten der Herbstausschreibung gibt es extra Punkte für Frauen in Leitungspositionen. Und kommendes Jahr fördern wir gezielt Praktika für Studentinnen im FDI-Schwerpunkt Mobilitätswende. Damit komme ich zum Schluss, damit ich den Zeitrahmen nicht gänzlich sprenge der Veranstaltung. Die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, insbesondere im Mobilitätsbereich, wenn wir uns die Aufgabe Klimaneutralität vor Augen halten, die Aufgaben sind groß. Wir haben aber in Österreich mit der FDI-Strategie Mobilität, mit dem Mobilitätsmasterplan, mit einer starken, einer dynamischen und einer hochinnovativen Bahnindustrie die besten Voraussetzungen. Wir sind in dem Bereich wirklich gut aufgestellt. Die Schiene wird europaweit wichtiger werden. Es gibt die besten Voraussetzungen, daher auch, dass nicht nur das Klima davon profitieren werden, der Klimaschutz, sondern auch die österreichische Wirtschaft profitieren werden. Dass die Menschen in Österreich profitieren werden von einer noch besseren und moderneren Infrastruktur. Und in diesem Sinn lenken wir die Zukunft in Bahnen. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Und in diesem Sinn darf ich Ihnen alle eine interessante, produktive, spannende und vor allem motivierende Veranstaltung am heutigen Tag wünschen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, sehr verehrte Frau Bundesministerin Gewessler, liebe Therese Vogel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das Motto der heutigen Veranstaltung, Innovationskraft Eisenbahn, ist ja direkt eine Herausforderung, eine Challenge, kann man so sagen. Und die Frau Bundesministerin hat ja gerade schon die wirtschaftspolitische Dimension der Bahnindustrie angesprochen. Und ich glaube, darum geht's. Wie kann man das industrielle Potenzial der Bahnindustrie steigern? Wie kann man die Arbeitsmarktdynamik mitnehmen? Und das Ganze natürlich unter dem Heading Klimaneutralität. Das ist entscheidend. Das wird wohl nicht, und das ist eine leichte Voraussage, ohne F&E und ohne Innovationsdynamik oder gesteigerte Dynamik gehen und umzusetzen sein. Wir als FFG, wir hoffen, wir können an diesem Weg oder für diesen Weg ein guter Partner für Sie sein. Gemeinsam mit dem BMK, und BMK, das ist jetzt das Stichwort für mich, einen Dank auszusprechen für die hervorragende Zusammenarbeit, bedanke mich bei Sarah Bittner-Krautzack, Theresa Bauer und Florian Suppe für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, weil das ist einfach wichtig, das kann sich jeder vorstellen, Entschuldige, ich habe auf den falschen Tisch geschaut, ja. Wenn das Ressort mit der Agentur gut zusammenarbeitet, das ist die halbe Miete. Aber ich glaube, es wurde auch schon von der Frau Ministerin erwähnt, es gibt natürlich die Flaggschiff-Initiative. Das ist das Programm Mobilität der Zukunft und mit der speziellen Aufladung als Querschnittsthema auch noch. Aber was ich heute tun möchte, ist, ich möchte Sie animieren, sich das gesamte FFG-Portfolio anzuschauen. Wir haben in den letzten Jahren ungefähr 117 Projekte im Kontext Eisenbahn und Schiene gefördert. Das ist wirklich substanziell mit Projektvolumen von 72 Millionen Euro. Und das waren natürlich thematische Schwerpunkte, aber das waren auch andere Programminitiativen, die wir anbieten. Und da möchte ich Sie bitten, schauen Sie sich zum Beispiel die Basisprogramme an. Wenn Sie eine betriebliche Notwendigkeit haben und wenn Sie sagen, momentan kurzfristig geht keine Kooperation, kommen Sie in die Basisprogramme, wir schauen uns das an und wir können Ihnen hier einen Schritt weiterhelfen. Es gibt aber auch zusätzlich zur Mobilität der Zukunft auch andere thematische Schwerpunkte. Ich denke an die Produktionstechnologien, könnten in dem Zusammenhang hochinteressant werden, grüne Produktionstechnologien. Oder vielleicht findet sich auch das eine oder andere im Bereich der Kreislaufwirtschaft, die jetzt stark im Kommen ist. Schauen Sie sich das an, es gibt eben wirklich viele Möglichkeiten. Vielleicht ist auch einmal eine Idee zu entwickeln, dass man zu dem Thema ein Kompetenzzentrum vorbereitet mit
Tutankhamun-Projekt und danach wirklich in die wirkliche Breite geht und einmal ein Exzellenzzentrum sich überlegt. Auch hier stehen wir zur Verfügung. Und warum sage ich das? Das sage ich, weil wir hier keine Mangelwirtschaft betreiben. Frau Bundesministerin Gewessler, ist es gelungen, zu diesen F&E-Themen eigentlich fürs ganze Portfolio schon letztes Jahr, aber auch heuer und noch nächstes Jahr ein Forschungsklimakonjunkturpaket an die FFG zu übergeben, wo wir mit zusätzlich fast 100 Millionen pro Jahr wirklich substanziell alle Formate für Sie so gestalten können, dass sie auch finanziell attraktiv sind. Also ich glaube, es ist angerichtet, es ist wirklich alles da. Kommen Sie, wir werden Sie, schauen Sie auf die Homepage oder wir beraten Sie gern. Andreas Verdin ist hier, aber natürlich auch andere von unserem Team. Ich glaube, wichtig ist, dass Sie rasch ins Tun kommen, rasch an gute Angebote, ob in Kooperation oder alleine. Und Sie werden sehen, die Möglichkeiten in der FFG sind wirklich gegeben. Damit schließe ich. Danke herzlich und ich wünsche der Veranstaltung alles Gute. Bestes Gelingen. Dankeschön. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Frau Klimaschutzministerin Gewessler, lieber Klaus Pseiner. Es ist ein gutes Thema. Ich fahre fast täglich mit der Bahn und natürlich sieht man nicht jede Veränderung und jede Innovation, die da drinnen steckt, aber man spürt den Komfort, der sich steigert sukzessive. Man merkt plötzlich Anzeigen, die es vorher nicht gab. Es gibt Tools, mit denen man sich informieren kann. Man kann die Route abchecken und man merkt einfach auch, das Fahrverhalten der Züge ist ein anderes geworden. Und das sind alle Dinge, die man als Fahrgast oder im Zug fahrend sozusagen nur bemerkt, so als Komfortsteigerung. Aber dass dahinter viel Innovation steckt, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Und die Bahnbranche in Österreich wurde erwähnt von der Frau Ministerin, ist eine ganz starke. Und die ist deswegen auch stark, weil sie wirklich hochinnovativ ist. Und seit 10 Jahren hier, also würde ich sagen, merkt man einfach einen deutlichen größeren Schwung in diese Richtung. Da tut sich was. Und das ist auch gut so, denn die Bahn hat natürlich vor dem Hintergrund des Ziels, das die Frau Klimaschutzministerin vorgegeben hat, Klimaneutralität 2040, eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das ist klar. Und bei uns im Klimafonds schlagen auch einige wenige Projekte auf. Es sind eher große Projekte. Und im Fokus geht es da meistens um etwas, das ich so als integrierte Mobilitätslösung bezeichnen würde, nämlich die Rolle der Bahn im gesamten Mobilitätssystem. Und bei uns sind dann die Projekte sozusagen am Tisch, die sich vor allem mit etwas forschungsnaheren Themen auch beschäftigen, wo es ums Gesamtsystem geht, also Stichwort Wasserstoff. Ich weiß, das ist ein Thema, das heftig diskutiert wird, aus dem einfachen Grund, weil hier noch nicht alle Lösungen am Tisch liegen. Und hier haben wir einige wenige Projekte unterstützen können mit dem BMK gemeinsam, um zu schauen, wie wirkt sich dieses System aus. Das ist wirklich sehr innovationslastig und da geht es um grundsätzliche Entscheidungen, wo man mal testen muss, was bringt das, wie schaut die Effizienz aus. Und da geht es nicht nur um den Antriebsstrang im Zug oder am Fahrzeug, sondern es geht einfach darum zu schauen, naja, wie ist das in einem Gesamtsystem zu bewerten? Woher kommt denn beispielsweise dieser Wasserstoff? Wie schaut es aus mit der Aufbringung? Und wie schaut es gesamt aus von den Energiebilanzen, von den Treibhausgasbilanzen, von den Gesamtbilanzen? Und das zum Beispiel ist so etwas, so ein Beispiel, wie wir heute 2 davon erleben. Und was Frau Ministerin und Klaus Pseiner auch schon betont haben, natürlich geht es dem BMK und uns auch immer darum, dass Innovation Made in Austria, dass das Arbeitsplätze schafft, dass es Wertschöpfung schafft. Alle reden von Green Jobs. Hier werden sie dann wirklich geschaffen und umgesetzt und konkret sichtbar. Und daher ist, und das hat der Klaus auch schon kurz angesprochen, für uns ganz zentral bei unseren Formaten, dass die Innovationspipeline beschleunigt wird, dass die Dinge schneller in den Markt und in die Realisierung kommen, denn nur echte Produkte, die produziert werden, sozusagen in der größeren Serie, das sind die Arbeitsplätze. Und auch wenn Forschung wichtig ist, aber die große Masse, die dahinter steht, ist natürlich auch zu sehen. Und daher unterstützen wir einige wenige große Leitprojekte. Und ich möchte mich auch dem anschließen, was schon angesagt wurde, auch von Klaus. Sowas geht nur mit guter Zusammenarbeit. Guter Zusammenarbeit mit dem Ministerium, mit dem Team im Ministerium, mit den Fachabteilungen. Wir arbeiten auch mit der FFG sehr gut zusammen. Danke für das, aber auch mit anderen Agenturen und natürlich mit den Stakeholdern. Denn auch Innovation ist ja kein Selbstläufer und was immer an Förderungen
ins System kommt, Sie müssen es umsetzen und Sie mit Ihren Unternehmen müssen auch noch etwas drauflegen. Also das sind dann schon Dinge, wo ich sage, da braucht man auch die Entschlossenheit und den Mut, da in Zukünftiges zu investieren. Also vielen Dank auch dafür und ich wünsche dem heutigen Tag ein wirklich gutes Gelingen und es ist sehr, sehr spannend, die Liste der Projekte habe ich schon ein bisschen hineingeschnuppert. Also vieles, das toll klingt und auch toll ist, glaube ich, und gut wird. Vielen Dank.